Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sollen mit Paya reden. Na, mal schauen, was Paya zu sagen hat. Zu schade. Oh ja, die schwebende Kranzruine hier im Dorf ist das bei weitem interessanteste Forschungsobjekt meiner Laufbahn. Und welch weise Voraussicht, die Bedeutung dieser Ruinen zu erkennen und sogleich die Forschungsgruppe zu rufen. Ich bin von ihrer Arbeit zutiefst beeindruckt, liebe Dorfvorsteherin. Ach was, ich konnte bloß nicht einfach so ablehnen, als mir meine Vorgängerin ganz plötzlich dieses Amt übertrug. Dorfvorsteherin bin ich mehr oder weniger nur auf dem Papier, denn ich muss noch sehr viel... Huch! Oh, Link, seid ihr es etwa? Welch eine Freude, euch wiederzusehen. Okay. Wie froh ich doch bin, euch und Prinzessin Zelda wohl aufzuwissen, Link. Nee, Zelda ist noch nicht wohl auf. Bitte, diese Zelda, die nach dem Kataklysmus erschien, war eine Marionette des Dämonenkönigs? Und die echte Prinzessin Zelda ist weiterhin spurlos verschwunden? Ihr scherzt doch, Link. Welche unvorstellbare Geschichte. Weil ich genau weiß, ihr würdet nie und nimmer Lügen sprechen. Ihr müsst wissen, Prinzessin Zelda hat auch hier uns in Kakariko besucht. Sie befahl uns, alles und jeden von dieser schwebenden Kranzruine fernzuhalten. Niemand durfte sich ihr nähern. Da sie urplötzlich wieder verschwand, konnten wir sie leider nicht nach dem Grund für das Verbot fragen. Wir nahmen an, dass sie das Dorf und seine Bewohner schützen wollte, da die Ruinen jederzeit herabstürzen könnten. Ja genau, darüber habe ich mich soeben mit Frau Paya hier unterhalten. Oh, ich bitte um Verzeihung. Jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Dies ist der hochgeschätzte Herr Tauro von der Sonau-Forschungsgruppe. Ich habe ihn gebeten, die in und um unser Dorf herabgefallenen Kranzruinen zu erforschen. Schließlich sucht sein Wissen über die Sonau-Zivilisation seinesgleichen. Dabei legt er nicht nur ein unglaubliches Forschertalent an den Tag, sondern ist selbst mit der Schrift der Sonau vertraut. Diese schwebenden Kranzruinen, zu der Prinzessin Zelda den Zutritt untersagte, zweifelsohne handelt es sich um ein einzigartiges Objekt, das es nur in der Kakariko gibt. In der Umgebung des Dorfes sind mehrere dieser Kranzruinen herabgefallen. Die meisten sind dabei auseinandergebrochen. Und in jeder von ihnen fand man eine beschriebene Steintafel. Bei ersten Entzifferungsversuchen stellte sich heraus, dass die Texte mysteriöse Begriffe wie die Weisen enthalten. Es gibt allerdings noch so vieles, das sich bislang unserem Verständnis entzieht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es auch in der schwebenden Ruine eine Steintafel gibt, die von Weisen erzählt. Angesichts Zeldas Anweisung hatte ich in den Gedanken an eine Erforschung der Ruine aufgegeben. Doch wenn es sich bei der Prinzessin um eine Hochstaplerin handelt, verändert das die Lage völlig. Wenn eine Schergin des Dämonenkönigs die Erforschung des schwebenden Kranzruinen verbietet, dann muss das bedeuten, dass genau diese Forschung dem Dämonenkönig höchst ungelegen käme. Wir sollten also so schnell wie nur möglich mit der Untersuchung der schwebenden Kranzruinen beginnen. So ist es, Herr Tauro. Ich erkläre das Verbot hiermit ganz offiziell für aufgehoben. Die schwebenden Kranzruinen steht ihren Forschungen von nun an frei zur Verfügung. Endlich ist es soweit. Da steppt die Rüstungskrabbe. So sagt man das wohl in ihrer Heimat, Herr Tauro, aber die unbändige Freude ist nur zu verständlich. Wobei es noch eine ganz entscheidende Hürde zu überwinden gibt, ehe wir mit der Erkundung beginnen können. Es scheint offensichtlich, dass sich im Inneren des Kranzruinen ein Hohlraum befindet. Jedoch scheint kein Weg hineinzuführen. Welches Dilemma? Es ist wirklich zum Heulen, wo wir doch in den anderen Kranzruinen um das Dorf so unvergleichliche Funde machten. Nicht zuletzt die Steintafel mit den Inschriften, von denen es in den Ruinen alle Voraussicht nach auch eine gibt. Lasst uns also das als allererstes klären, ob in dieser Ruine tatsächlich eine Steintafel verborgen ist. Mit roher Gewalt in eine derart wundervolle erhaltene Ruine einzudringen, stellt dabei natürlich keine Option dar. Oh, Verzeihung, ich muss unverzüglich meine Kollegen informieren, dass die Erforschung jetzt freigegeben wurde. Also muss ich wahrscheinlich ein Foto machen, hä? Oh. Wie kommen wir da am besten hoch? Ich würde sagen, hierüber. Dann gehen wir hier hoch. Sammeln wir den Holzpfeil ein.
Zerstören unseren Hammer. So, wie kommen wir jetzt in die da rein? Wir könnten versuchen mit dem Deckensprung. Also grob gesagt wahrscheinlich dann hier hoch. Und dann würde ich sagen hier. Nein. Es war so offensichtlich. Lesen darf ich sie nicht. Okay. Und so komme ich auch nicht raus? Nö, so komme ich nicht raus. Dann kommen wir hier raus. Oh! Ei, das war knapp. Es war wohl nur eine Sinnestäuschung, Link, aber mir wäre, als wärst du eben einfach in die Ruinen hineingeglitten. Ach, vergiss es einfach. Was für ein Blödsinn ich da erzähle. Wo ich ja auch so furchtbar weit weg stand, da können einem die eigenen Augen schon Streiche spielen. Guck mal, ein Bild. Was ist das? Wie ich... Das ist unmöglich. Frau Paya, Herr Caleb, sehen Sie nur. Ha. Ist das etwa das Innere der schwebenden Kranzruine? Fantastisch, man kann die Steintafel klar erkennen. Da ist so eine Schrift eingraviert, wie bei den anderen Kranzruinen. Herr Tauro, das ist Ihr Spezialgebiet. Oh ja, ich werde versuchen, so viel wie möglich zu entziffern. Also, Zelda, Versprechen erfüllen. Ich, die Weise Minero, Schlüssel versteckt, Südosten, Vertrauen, Hoffnung, Dämonenkönig zu besiegen. Das ist alles, was ich entziffern kann. Minero scheint der Name von jemandem zu sein. Beim Teil mit Südosten steht noch etwas, das ich nicht entziffern kann. Die Weise Minero, das ist also der Name der Weise, einer Weisen. Das stand bisher auf keiner anderen Steintafel. Und dass Prinzessin Zeldas Name und der Dämonenkönig erwähnt werden, ist auch höchst interessant. Hm. Oh ja, wie es aussieht, stehen auf dieser Steintafel sehr wichtige Informationen. Hm. Was ist denn los, Frau Paya? Nichts, es ist nur dieser eine Teil vor Südosten... Könnte das nicht Drachenland heißen? Hä? Zappalot, da haben Sie wohl recht. Korrekterweise sollte man diesen Teil als Drachenland Südost wiedergeben. Großartige Arbeit, Frau Paya. Das höre ich gerne. Sieht aus, als hätte sich mein Studium der Sonorschrift ausgezahlt. Großartige Arbeit. Also, Drachenland im Südosten. Da fällt mir etwas ein. In Firone, der südtropischen Region im Südosten von Hyrule, gibt es einen besonderen Ort. Dort ist eine ganze Ansammlung von Sonar-Ruinen aus uralten Zeit erhalten. Wenn ich mich nicht irre, sind auf diesen Ruinen Drachenmotive zu sehen, die man nirgendwo sonst findet. Herr Caleb, Sie schlauer Schwertschnapper. Das ist es, das muss es sein. Die Sonar-Ruinen in Firone. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Inschrift sich auf die Sonar-Ruinen dort bezieht, ist äußerst hoch. Fantastische Arbeit, Herr Caleb. Hä? Oh, Tauro, was hast du gerade gesagt? Ich wollte lediglich anmerken, dass sich die Inschrift mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Sona-Ruinen bezieht. Ah, das meinte ich nicht, sondern das danach. Fantastische. Ja, und danach kam noch irgendetwas. Achso, meinen Sie mir eine Belobigung Ihrer fantastischen Arbeit, Herr Caleb? Achso, fantastische Arbeit. Ja, so war das also, ja. Fantastische Arbeit. Meine fantastische Arbeit. Hm. Ja, das lasse ich mir gerne sagen. Link, wenn wir den Inhalt dieser Steintafel im gesamten Zusammenhang betrachten, dann können wir annehmen, dass in den Sona-Ruinen im Südosten von Hyrule etwas zu finden ist. Und zwar etwas mit Bezug auf den weisen Minero, der dem Dämonenkönig und einer Zelda, die wie unsere Prinzessin heißt. Das ist uns wirklich, na, wie sagt man in meiner Heimat, was Großes im Netz gegangen. Und wem verdanken wir diese sensationelle Entdeckung? Na dir, saubere Arbeit. Wir müssen sofort aufbrechen und all diese schnellstmöglich erforschen. Herr Caleb, bitte begleiten Sie mich. Aber selbstverständlich, Tauro, du kannst dich auf mich verlassen.
Wunderbar. Wo diese Frage nun zu aller besonders, aber zu meiner Zufriedenheit geklärt wäre, auf zu den Sona-Ruinen. Zunächst brechen wir von diesem Dorf aus in südwestliche Richtung auf. Zuerst benötigen wir ein Basislager in der Nähe der Ruinen. Der Kartografieturm im Pappelhochland erscheint mir geeignet. Auf zur neuen Entdeckung. Auf nach Firone. Auf zu den Sona-Ruinen. Ob das wirklich jetzt das Richtige ist oder ob es wieder mich ablenkt. Und schon sind sie weg. Nun ja, ich bin mir sicher, dass die beiden zurechtkommen werden. Auch ich werde die Sona-Zivilisation studieren, um neben den beiden nicht ins Hintertreffen zu geraten. Andererseits ist der Verbleib der wahren Prinzessin Zelda weiterhin ungeklärt. Ich glaube jedoch, dass sie wohl auf ist. Als Vorsteherin dieses Dorfes kann ich es nicht verlassen. Mir bleibt nur für eine baldige Rückkehr von Prinzessin Zelda zu beten. Ich wollte gerade sagen, hier müsste doch noch was sein zum Beten. Ich glaube, ich habe nämlich noch einmal was abzugeben. Kann ich echt nochmal Ausdauer? Okay. Dann Herzcontainer. Ich ströme vor Ausdauer. Schön. Okay, also wir sollen jetzt hier hin. Dann gehen wir dahin. Tauro hat das gesagt, also wir hören auf Tauro. War das nicht damals im Rachen des Drachen, was da in der Nähe war? Hängt das nicht vielleicht sogar miteinander zusammen? Oh Mann, bin ich platt. Oh, auch hier? Dann scheinst du ja tatsächlich ernsthaft Interesse an deiner Sona zu haben, hm? Willkommen in unserem bescheidenen Stützpunkt. Schau nur, die Heimstätte von Wissensdurst und Forscherdrang. Wobei er neben dem Kartografieturm eher possierlich als prächtig anmutet. Aber jetzt finden all unsere Eskapaden von hier aus statt. Tauro hat sich bereits zu den Sona-Ruinen aufgemacht. Falls ich mich nicht verhört habe, dann wollte er am Drakoto-See mit der Forscherei beginnen. Wenn du nach Südosten gehst, solltest du bald auf die Ruinen stoßen, die er genau untersuchen wollte. Das wäre dann wohl das Land der Drachen, wie die Inschrift in der Kranzruine es beschrieben. Als ob er da wirklich Neues über den Dämonenkönig oder Prinzessin Zelda erfährt. Jedenfalls wäre ich normalerweise ja drüben bei ihm und würde ihm bei seiner wichtigen Arbeit helfen. Aber ich bin fix und fertig, da ich dieses Lager ganz alleine aufbauen musste. Ich brauche erstmal etwas Ruhe. Woher nimmt Tauro bloß all die Energie? Ich weiß nicht, ob hier drunter vielleicht ein Schrein ist. Nee, ich muss hier rüber. Tiefer. Tiefer, wie komme ich denn hier runter? Da ist ein Brunnen. Auf dem Boden. Hm?
Ich weiß, es geht jetzt ganz böse in die Hose. Wie mache ich das am besten? Nein. Sammeln wir mal ein. Nein. Auf dem Boden. Macht er gleich Bumm. So, ist hier irgendwas? Außer Leuchtpilze, Leuchtsamen. Okay. Da ist er doch. Da ist aber auch nichts. Da ist er. Okay, also muss ich da irgendwie hoch. Yes, wir haben ihn. Ich wollte schon sagen, ey. Wunderbar. Kriegen wir noch einen Schrein. Zwar wollte ich eigentlich was ursprünglich anderes, aber einen Schrein nehme ich auch. Und komplett fernab vom Turm. Aber es hat sich halt angeboten, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Oh, und das ist ein schneller, also sehr schneller Schrein. Schneller Scheine, sage ich nicht nein. Na, dann nehmen wir das doch gerne hin, ne? Immer wieder gerne. Na. Wieder ein Segenslicht. Super. Okay. So, dann kann ich jetzt wieder hoch. Ernsthaft, hier komme ich nirgendwo hoch, oder was? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Komm, lass mich doch hier irgendwo hoch. Ah, dann gehen wir halt wieder hin. Ist ja egal, wir haben ja jetzt den Schrein bekommen. Insofern, ob wir jetzt da hochgehen und dann hochklettern oder Zeit sparen. Südosten, das müsste also da unten sein. Das war doch das mit dem Drachen, im Rachen des Drachen, oder? Nein, das muss in die Richtung sein. Oder? Warte mal, Süd. Geh nach Norden. Ah, Masterschwert ist zurück, okay. Das heißt, es ist hier oben irgendwo.
könnte auch hier unten sein schon. Hier ist ein Haus. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Im Südosten wurde gesagt. Komm, machen wir euch mal ganz kurz platt hier. So. So. Erstmal hier schön platt machen. Okay, dann mal den. Jetzt brauchen wir den letzten noch. Erledigt. Na, ja, komm, nee. Könnt ihr stecken lassen. Mit so einer popligen Axt hat der mich eben gerade platt gemacht. So. Ich bin der Meinung, es muss hier sein. Ja, Drakotosee. Ja gut, da hätte ich jetzt eigentlich auch mich hin teleportieren können, ne? Also, grob gesagt, hier. Moment, was haben wir hier? Hä? Ach, in der Richtung. Okay. Jetzt habe ich verstanden, wo ich hin muss. Okay, also ich muss da hochkommen. Sagen. Gib mir den Krog. Bald, aber jetzt kann es wieder ganz normal sein. Ich bin ja so erleichtert. So, und da hat er sein Lager anscheinend aufgemacht. Oder auch nicht. An Herrn Caleb. Der Einfluss des Kataklysmus hat allen anscheinend nach auch die Sonau-Ruinen erreicht. Haben Sie schon die langen, säulenförmigen Ruinen direkt vor diesem Zelt gesehen? Derartige Ruinen gab es meines Wissens hier bis dato nicht. Bei einem Untersuchung tat sich ein Teil der Basis auf und gab einen Pfad frei, der tiefer ins Innere führte. Eine spannende Entdeckung. Ich werde mich sofort ins Innere der Ruinen aufmachen. Herr Caleb, wenn Sie diese Zeilen lesen, bitte kommen Sie schnell herbei. Meint er das hier? Nee, oder?
Das ist ja nicht das Innere. Das ist nur zum Beten gedacht, ne? Bitte dich, geh zu ihr und schau, ob sie bestellt ist und berichte mir von ihrem Los. Ich bitte dich, schenk uns die Gunst deiner Hilfe. Okay, das ist auch nicht zum Beten gedacht gewesen. Das war auch eine Aufgabe. Toll, danke. Mhm. Manchmal klickt man schneller, als es einem lieb ist. Wo haben sich die... Ist das das, wo es sich aufgetan hat? Super. Dann wird es das wahrscheinlich sein. Ich hoffe ja mal, dass es das ist. Ach ja, hier sind wir richtig. Ah, da bist du auch hierher gekommen. Ich weiß, klare Sache. Schließlich war die famose Entdeckung in der Kranzruine ja dein Verdienst. Aber halt dich fest, in diesen Ruinen hier konnte ich nämlich ebenfalls schon eine bahnbrechende Entdeckung machen. Schau nur, schau, es lohnt sich, versprochen. Ein Wandbild der Sona-Kultur, völlig unverkennbar. Text und ästhetischer Ausdruck lassen keinen Zweifel daran. Und wir dürfen es fast unversehrt erleben. Es ist nicht nur eine Ehre, es ist ein wahres Wunder. Wobei wir diese womöglich statt höheren Kräften eher der fortgeschrittenen Technik der Sona zu verdanken haben. Jedenfalls ist die Schrift kaum verwittert. Und ich habe auch schon mit der Entschlüsselung begonnen. Doch leider ergibt der Inhalt des Textes auf den ersten Blick nur wenig Sinn. Ob es sich um ein Vers handelt oder gar um eine Art antikes Rätsel? Ich lese den Text einmal vor, damit auch du ihn verstehst, Link. Also hier steht, schlüpfe in die Blitzstrahltracht, welche die langhalsigen Drachen an der großmäuligen Ritterschlange hüten. Zu den Drachen habe ich immerhin eine Theorie. Dir ist ja sicher aufgefallen, dass die markanten großen Säulen dieser Ruinen wie Drachen aussehen, nicht wahr? Aber ich konnte hier nirgendwo eine großmäulige Riesenschlange erblicken. Was das wohl bedeuten mag? Vielleicht, ja, das könnte es sein. Der Drakoto-Fluss wird in Volksweisen auch Riesenschlange genannt. Doch lass uns vorerst mit der Entschlüsselung der Texte fortfahren. Mal sehen, das hier heißt, bringe sodann eine Sona-Energiesphäre am Altar des Schwanzspitze dar. Was soll denn eine Sona-Energiesphäre sein? Und dieser Altar der Schwanzspitze, wo findet man den? Ich mag die Schrift der Sona entziffern können, aber den Sinn bleibt mir noch immer weitestgehend verborgen. Momentan weiß ich nur eines, wenn wir das Rätsel knacken, muss uns eine Fülle bahnbrechender Entdeckungen erwarten. Allerdings gibt es noch eine weitere Sache, die meine Neugier geweckt hat. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich weit oben in diesen Ruinen noch eine Sona-Relikt entdeckt habe. Der Form nach zu urteilen, könnte es sich um eine Art Schatztruhe handeln, doch leider konnte ich sie nicht öffnen. Das Rätsel obskur, die Truhe stock und stur. Ach, heute ist wahrlich nicht mein Tag. Dieses rituelle Hemd aus uralten Zeiten speichert Elektrizität und soll dir bei Gewitterblitzangriffen ermöglichen. Also ich habe das jetzt so verstanden. Wir müssen jetzt irgendwelche Sonau-Energiekristalle hier irgendwo platzieren. So, gucken wir mal, wo wir jetzt hier Drachenstatuen haben. Na komm. Ja, hier ist schon mal nix. Das da könnte wie ein Blitzableiter aussehen. Das hat sowas Spitzes obendrauf. Dann machen wir es mal gekonnt. Vielleicht kommen wir sogar nach ganz oben. Hm. Nö, auch nicht. Wir sollen doch hier irgendwo mit... Geh nur runter. Den Fluss entlang.
wir hier irgendwas, was auffällig ist? Nee, ne? Nee. Moment, hier ist ein Tor. Oder? Nee, oder auch nicht. Ach komm. Nein. Okay, hier stehe ich wieder vor einem Rätsel. Ja, das sieht auch komisch aus. Ich könnte hier irgendwie bei jedem was vermuten. Und ich höre hier Affen. Aber die sehen alle nicht so besonders aus, als ob da irgendwas wäre. Na komm, machen wir dich einmal. Hier sind Blitzdinger. Also aktuell, I don't get it. Hier sind Bäume. Ah, der Fluss teilt sich nicht, aber hier sind keine Drachenstatuen mehr. Irgendwas falsch verstanden. Da hinten, guck mal. Da hinten ist nochmal so ein Ding. Wo ich reinkam, das ist auch wieder ganz hoch. Dann gehen wir doch mal da rein und gucken, was wir hier haben. Nix weiter. Ha. In Album speichern, machen wir einfach mal. Und dann gehen wir jetzt einfach hier nochmal hoch. Keine Ahnung, wo ich lande. Kann ich hier? Habe ich hier eine Sonnenenergie? Kannst hier nichts aus der Tasche nehmen. Na komm. Ja, keine Ahnung. Ich sehe hier eine Spitze und da sehe ich eine Spitze. Also da vorne. Mehr Spitzen sehe ich nicht. Da bin ich mal neugierig, was ihr mir wieder in die Kommentare schreibt oder ob ich es selbst noch herausfinde. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschö, tschö.